Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, man bekommt ja schon so ein bisschen den Eindruck, hier soll ja etwas lieblos und ohne viel Mühe so ein weiteres Häkchen im Koalitionsvertrag gemacht werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, der Antrag bzw. das Anliegen der rot-grünen Fraktion, das sind gute Anliegen. Wir begrüßen es sehr, dass eben dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag jetzt endlich angegangen werden soll. Werbung ist einerseits natürlich ein Teil unserer von Wirtschaft und Handel geprägten Welt. Andererseits ist Werbung für viele Menschen in der heutigen Zeit auch eine Art Störfaktor. Nicht umsonst erfreuen sich ganz besonders im Online-Bereich die sogenannten Werbeblocker oder Adblocker wachsender Beliebtheit und lösen auch gewisse Probleme aus. Andererseits ist Werbung auch Grundlage der Refinanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und auch des privaten Fernsehens. Werbung ist Broterwerb, manchmal eine Kunstform und in einigen Fällen ja sogar Kult und wird daher immer wieder im kulturellen Kontext reflektiert. Und obwohl das Ansinnen sehr nobel ist und wir im Prinzip auch dem zustimmen wollen, fehlen uns Informationen zur finanziellen Seite des Vorhabens. Denn wir leben in einer Zeit, in der der WDR seinen Haushalt mit dem Verkauf von Kunst oder seiner Kunstsammlung oder gar Entlassung sanieren will. Und bevor wir dem Vorhaben erst zustimmen können, wollen wir mehr wissen. Wie finanziert sich das Ganze und wie viel wird das kosten? Der Beschlussteil des Antrags ist tatsächlich sehr, sehr, sehr mau und lässt sehr viel Interpretationsspielraum frei. Erst wenn wir wissen, wo genau der Haken ist, wo genau gespart werden soll, wie das Ganze finanziert werden soll, dann können wir uns sehr wohl vorstellen, mit in das Boot zu kommen und diesen Antrag zuzustimmen. Solange wir das nicht wissen, bleibt uns leider nichts anderes übrig, als uns zu diesem Antrag zu enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lambler. Für die Landesregierung spricht Herr Minister.